was ich tue, zusammen mit meinen Freunden, ist den Lebensraum, wo ich wohne, mitgestalten. Zürich geil machen ist das Motto. Das ist dieser Teil von Zürich, das sogenannte Industriequartier. Da haben wir eben halt gegen die offene Drogenszene dann angekämpft, an wichtigen Punkten Restaurants eröffnet und damit eigentlich Normalität ins Quartier geholt und die Gewaltszene so verdrängen können. Wir waren die Ersten, die ein legales, interessantes, sagen wir mal, Szene-Restaurant da hingebaut haben. Und dann plötzlich bist du, ob du das willst oder nicht, bist du Teil dieses Quartiers, was jetzt plötzlich dann auch in den Lifestyle-Magazinen als trendy verschrien wird. Und die Frage ist, wie du dann damit umgehst. Wir haben noch nie was anderes gemacht als das, was wir selber schön finden, interessant finden, relevant finden. Wir haben uns nie an Trends orientiert, sondern die allenfalls selber gesetzt, aber gar nicht so absichtlich. Die Ziegelhütte ist ein Ort über Schwammendingen. Es ist ein Quartier, was total einen schlechten Ruf hat, was natürlich für mich als Eingeborenen eine Herausforderung darstellt, zu beweisen, dass das Quartier eben doch mehr drauf hat, als was ein Ruf so sagt. Wir veranstalten Kultur hier oben, von Rockkonzerten in der Kegelbahn über auch progressive Sachen bis hin zu Lagerfeuer. Trendgastronomie tönt so danach, dass man einfach eine gute Idee haben muss und dann läuft die Scheiße. Und so ist es nicht. Gute Ideen haben viele und in der Umsetzung liegt dann halt das Geheimnis. Tag für Tag diszipliniertes Versuchen, sich zu verbessern und die Qualität nicht nur zu halten, sondern auch immer zu steigern. Das hier zu schaffen. Ich begebe mich, wir sind hier in einem Projekt, in einer Aufbauphase, wo das Scheitern durchaus auch eine Option ist. Es kann auch schief gehen hier. Es ist schwieriger als alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Aber auch interessanter deswegen.